Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 2. Heute geht es weiter. Wir werden uns natürlich immer die falsche Taste drücken, wie immer. Wir werden heute höchstwahrscheinlich hier in den Kunstraum gehen und ich bin schon mal sehr gespannt, ob wir dem Tyrant da entwischen. Und ich glaube, ich werde, wobei vielleicht geht's dieses Mal sogar hier weiter, weil der Tyrant schon da ist. Ich werde sicherheitshalber, oh Gott, aber das muss ich mit dem Inventar managen. Wir müssen ja von hier aus sowieso über die Haupthalle gehen. Dann nehmen wir das gleich mit, oder? Weil in der Haupthalle, ja genau. Nehmen wir das mit und dann nehmen wir außerdem noch, hallo? Wo ist nochmal hier dieses kleine... Wo ist nun mal das Ventilrad? Oder war das schon... Habe ich das schon weggehaut, weil wir es nicht mehr brauchen? Egal. Also entweder ich war gerade blind und habe es nicht gesehen oder... Achso, nee, das haben wir ja stecken lassen müssen in der Duschkabine. Ich dachte schon, okay. Ich glaube, ich habe ihn gerade gehört. Wir müssen definitiv über die Haupthalle, da werden wir den Weg der Göttin, wie es so schön heißt, freischalten. Wobei, rein theoretisch müssen wir nicht über die Haupthalle, wir können auch hier hoch. Was vielleicht gar nicht mal so dumm wäre. Aber wir haben nur zwei Plätze im Inventar. Aber ist trotzdem, glaube ich, nicht dumm. Okay, nee, der Hubschrauber ist definitiv noch da. Das heißt... Ah ja, dafür müssen wir auch aufs Dach und erstmal das Feuer löschen. Wir haben kein Messer. Ich werde den mal nicht angreifen. In der Hoffnung, dass dadurch der Tyrant nicht Mr. T angelockt wird. Das werde ich auch nochmal erst nicht nehmen. Ja. Ah, Moment. Ja doch, das Kästchen habe ich sogar mit. Das ist gut. Den Arm. Dann geben wir ihm das Buch. Ach so, nee, das Buch müssen wir ja kombinieren mit dem Arm. Und das jetzt dem geben. Und schon gibt er uns netterweise den ganzen Stab. Ich weiß immer noch nicht, wie das bei einer Steinstatue funktionieren soll. Bisschen unrealistisch. Oh nein. Okay, wir machen erstmal hier... Wir untersuchen das erstmal, nehmen den Diamanten raus und so. Oder das rote Juwel. Setzen das hier... Wobei, ne. Ich will erstmal... Nein! Hier ist aber nur was. Der Tyrant ist genau hinter mir. Ja. Also bye bye. Gut, das heißt, wir müssen mal wieder ein bisschen Weg laufen. Scheiße. Dieser Kacklicker. Ich laufe mal sicherheitshalber noch ein klein bisschen.
Nein, 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 nein. Was? Willst du mich irgendwie verarschen? Wie viel Kilometer kann das Teil denn sprinten zu mir? Okay. Jetzt nochmal. Ich muss nochmal in den Kunstraum, weil da gab's noch irgendwas. Wir sind Warnung. Oh, ich glaube, nee, ich glaube, der Typ geht jetzt hier rum. Aber vor allen Dingen, ich frage mich gerade, was gibt's denn hier noch? Hier oben in der Eingangshalle gibt's ja auch noch irgendwas. Hier muss es nur irgendwas geben, wovon ich aktuell nichts weiß. Das haben wir aber mitgenommen. Gibt's hier noch irgendwas? Vielleicht hier... Ja, dann muss es hier drüben sein. Ah ja, hier ist noch was. Hier ist noch ein bisschen Money. Zwölf Schuss. Wir sind aktuell echt nicht allzu gut ausgestattet. Munition. Wow. Okay, dann gehen wir über die... Ach, fuck, aber wenn wir über die Bibliothek gehen, dann wollen wir überhaupt gar nicht hin. Das ist echt scheiße. Kann ich hier runterspringen? Nee. Na gut, dann, ja, nee, aber ich muss, glaube ich... Wobei, ne, ich muss nicht in den Kunstraum. Ich kann ja erstmal das machen. Da gibt es sicher auch irgendwas Gutes. Bitte nicht nur Muni, irgendwas wichtig. Okay, wir müssen doch in die Richtung. Die Richtung stimmt. Und erstmal untersuchen. Hier ist nämlich... Düpp. Ein USB-Stick. USB-Dongle. Genau. Und den Peak-Schlüssel können wir wegwerfen. Das ist gut. Moment, aber wie kommen wir jetzt nochmal zum Stars? Ach so, einfach hier durch. Einfacher geht der Weg ja tatsächlich nicht mehr. Ich weiß noch nicht, ob hier vielleicht nicht irgendwas drin ist. Ne. Okay, irgendwas poltert. Ah ja, und da bekommen wir die Spezialwaffe. Ich will nochmal in den Lickerraum. Weil ich meine, es gab schon ein paar Mal dass die Sache, dass ein Licker dann später nicht mehr da ist. Und vielleicht passiert das wieder. Es wäre so gut. Aber ich habe noch nicht so ganz das Vertrauen darin, dass der Licker nicht mehr da ist. So, alles cool. Oh nee, das wird der Typ sicher hören. Aber wir bekommen hier die MQ-10 Maschinenpistole. Geil. Und Brief an die Stars-Mitglieder. Moment. Ah ja, das hier mit heißen Date und hier vielleicht verlängere ich meinen Urlaub. Ja, das kennen wir schon von Chris. Das hört sich nicht nach Chris an. Oh. Hier ist... Haben wir das hier übersehen? Leons Mitteilung. Oh, das ist neu. Claire, ich hoffe, du findest das. Hier drin wimmelt es vor Monstern und dein Bruder ist nicht hier. Verschwinde einfach so schnell du kannst von hier. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht, Leon. Aber hier haben wir immer noch nicht alles genommen. Irgendwas fehlt immer noch. Und das sind nicht... Ach so, doch. Vielleicht sind es die 50 Schuss, die habe ich noch nicht dabei. Ich dachte schon, das ist jetzt immer noch nicht die Waffe, wo ich 50 Schuss habe. Oh. Und da habe ich mich hier umgeschaut. Eigentlich schon. Oh nee. Oh,
auch alles erledigt. Dann müssen wir weg von hier. Ist genau hinter uns, ich weiß es. Gut, aber das heißt, wir haben hier alles. Hier brauchen wir den Wagenheber. Ja, wir müssen in den Kunstraum. Es hilft alles nichts. Es muss im Kunstraum irgendwas geben. Weil hier das Kombinationsschloss, dafür werden wir sicher noch irgendwo eine Notiz finden, aber ne, wir müssen in den Kunstraum und hoffen, dass da kein Licker ist. Es wäre geil, wenn ich das Ventil gerade wegnehmen könnte und dadurch würde Mr. T voll mit dem Zeug konfrontiert werden. Wird nur nicht passieren, leider. Aber gut. Wobei, wir können immer noch runter. Das brauchen wir noch. Deswegen lasse ich es einfach mal bei mir hier. So. An sonstigen Sachen. Holzbrett. Weiß ich nicht, wo wir das brauchen sollten, sinnvollerweise. MP-Muni nehme ich einfach mal mit kurz. Achso, Moment, falsch. Genau, das ist nämlich die MP. Gut, dann speichern wir mal wieder. Ja, gefühlt speichere ich alle so 10 Minuten. Gut, also da. Ich sag irgendwie gut im Also sehr häufig. Aber ich habe halt echt das Problem. Wir haben noch zwei Tresore, beziehungsweise einen Tresor und ein Kombinationsschloss. Und im Kunstraum ist aber der einzige Raum, wo noch irgendwas sein kann. Weil wir kommen... Genau, wir kommen hier nämlich ohne den Wagenheber nicht weiter. Das heißt, im Kunstraum muss noch irgendwas sein, weil da war ja nur eine MP bis dato. Nee, der muss irgendwo über mir sein. Dass man das über einem... Gut, ich habe nicht die Kopfhörer dafür, um das zu hören. Also falls ihr richtig geile Surround-Anlage habt oder geile Kopfhörer, dann... Wobei, es ist hier nicht... Moment, das schaue ich mal ganz kurz. Ist der Sound hier auf Audio... Ausgabe Kopfhörer? Ob ich das nicht vielleicht mal auf... Ja, hier, wenn ich Surround anstellen würde, würde man wahrscheinlich hören, dass es ober mir ist. Aber ich habe halt nur normal Stereo-Kopfhörer, also... Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Aber wir müssen in den Raum, wo der Licker war. Ich hoffe nur, wir kommen da schnell genug hin, dass der Typ nicht direkt hinter uns ist. Ach doch, hier ist noch was. Der rote Stein. Sag nicht, das war alles. Nee. Hier ist noch ein bisschen... Hier ist die Weapon. Oh, nee. Muss ein bisschen hoffen, dass er nicht herkommt. Man muss wirklich hoffen, dass er nicht herkommt. Hier ist noch was, aber ich glaube, das wird hier das grüne Kraut sein oder... Nee, das wird hier das Holzbrett sein. Kurz warten. Das Problem ist, wenn ich hier nicht langkomme und er ist irgendwo auf diesem Gang... Also wenn er irgendwo hier ist, bin ich gefickt. Wenn er hier ist, kann ich vielleicht noch hier rankommen. Und wenn er gerade erst hier rausplatzt, kann ich vielleicht noch an ihm vorbei. Egal.
auf die Gefahr hin, aber ich möchte, dass das mir hier angezeigt wird auf der Karte. Wir können uns rein theoretisch heilen, um im einen Griff zu entkommen. Ich glaube, hier dieser Flur, der geht bis da vorne hin, deswegen ist hier noch rot. Sicherheitshalber. Okay, nee. Hier bei dem, ich glaube, bei dem Hubschrauber werde ich nichts machen können, was sinnvoll ist. Nehme ich jetzt einfach mal ganz stark an. Wir haben aber die Keycard für den Safe. Oh, shit. Damit. Ich will halt wirklich so... Ich glaube nämlich, der Tyrant kommt eher, wenn ich laufe. Weil ich glaube, gehen hört er nicht, aber laufen schon. Also wenn er mich sieht, na klar, bin ich gefickt. Er ist kein Licker, er sieht mich. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier, wir haben keinen von den Schlüssel, das heißt... Schließfächerraum. Da wir im Schließfächerraum relativ gut ihn baiten können, weil da halt in der Mitte die Schließfächer sind. Der könnte über mir sein oder genau hinter der Tür. Er ist über mir. Oder rein theoretisch ist er irgendwo da in dem Gang. Dieses Getapse. Er läuft halt, glaube ich, echt immer irgendwo rum. Ich glaube nicht, dass er nicht auf der Map geladen ist. Ich glaube, wenn wir das mal so aus rein technischer Perspektive sehen, wir haben noch immer keine von den Teilen. Wie kommen wir jetzt am besten dorthin? Rein theoretisch bräuchte ich ein Messer. Okay. Gut. Das ist gut. Und das ist richtig gut. GM79. Dieser Granatwerfer kann Brand- und Säuregranaten. Okay. Und bei R2 könnte ich dann... Oh, es ist eine Einschusswaffe. Das habe ich mir fast gedacht. Er steht einfach nicht auf. Ja klar, hier ist immer noch rot. Moment, aber wo... Moment, wo müssen wir jetzt hin? Achso, jetzt müssen wir wahrscheinlich tatsächlich durch die Statue gehen. Ich glaube, jetzt müssen wir runter. Ich glaube, wir haben uns so gut ausgerüstet, wie es ging. Und jetzt geht's abwärts. Ich werde vorher nochmal... Wobei, ich glaube, es wird hinter der Statue ein Speicherpunkt sein. Ich hoffe einfach mal, dass... Oder zumindest ein Autospeicherpunkt. Irgendwas, falls ich da tatsächlich nochmal denselben Bosskampf... Also ich hoffe inständig, dass die Bosskämpfe zumindest andere sind. Um es ein bisschen spannender zu gestalten, aber ich weiß es halt nicht. Gut, das kann ich zur Not weghauen. Und wie gesagt, vielleicht ist dahinter eine Kiste, also von daher... Runter mit uns! Herrlich. Einen Weg rausfinden, ja. Wollte einfach mal einen Schluck trinken, aber... Oh, bitte komm jetzt nicht hier rein. Okay, aber hier ist alles chill. Vielleicht kommt er auch gar nicht rein, weil hier ein Speicherraum ist. Wir haben viele Brandgranaten. Ich nehme davon mal nicht... Ich will nicht alles verschwenden, deswegen nehme ich mal 6 Stück raus. Das kommt rein, weil hier unten glaube ich nicht, dass wir Holzbretter brauchen. Das könnten wir brauchen. Muni brauchen wir ja an sich
Ich meine, ich kann aus der Kombi ja hier MP-Muni herstellen, oder? Moment, was war nochmal hier? Was konnte ich dafür nochmal herstellen? Wo war das nochmal? Hier, Säugegranaten und Weiß. Okay, das heißt, das brauche ich ehrlich gesagt auch aktuell nicht. Ich könnte mir Heilung mitnehmen, aber wir haben eine Heilung. Und wie gesagt, wenn es derselbe Bosskampf ist, ich glaube nicht, dass ich mehr als eine Heilung brauche, weil den konnte man sehr gut kiten. Munitechnisch, mehr haben wir nicht, also von daher. Speichern. Also. Speichern und weiter. Man stand da gerade irgendwas von Ada? Oh, hier habe ich das vergessen. Uff! Hier übrigens, ist das nicht eine Mini-Version von der Polizeistation? Weil ich meine, hier auch ein Uhrenturm würde Sinn ergeben. Und auch wie das Dach hier aufgebaut ist. Weil wir sehen ja hier, zweiter Stock ist ja eigentlich hier deutlich, achso, nee, hier nicht. Der dritte Stock ist deutlich weiter in die Richtung gezogen. Wir kamen übrigens in dieses eine, Moment, in diesen kleinen Raum, glaube ich, kamen wir auch nie rein mit Leon. Bilde ich mir zumindest so ein bisschen dunkel ein. Okay, dann schauen wir mal, was uns hier unten mit Claire erwartet. Wenn es derselbe Kampf ist, ja. Bis dato ist das Interessanteste, was bis dato in dem Part passiert ist. Ich glaube, ich habe zweimal bis dato gesagt. Das ist auch das Interessanteste, was bis dato passiert ist. Dass wir hier, na, wie hieß es? Na, hier den Granatwerfer, das geile Teil bekommen haben. Also ich weiß halt noch nicht, wie geil das Teil ist, aber stell mir schon vor, dass es nicht ohne ist. Hier, glaube ich, kommt der Tyrant nicht hin. Also ich würde es mir zumindest sehr stark wünschen. Was ist das? Oh, eine Handgranate, das ist gut. Hier ist der Spezialwaffenkasten. Oh, Moment, zack. Sag nicht. Sag nicht. War das bei Leon auch so und ich hab's voll verpeilt. Hier ist ein Schalldämpfer. Das heißt, der lockt dir, das lockt in Zukunft Mr. T nicht mehr an. Das heißt, die ist noch wichtiger geworden. Und noch geiler. Oh, fuck my life. Das heißt, Moment, können wir mit Claire hier durch? Nee, können wir nicht. Schade, hier steht auch nur verschlossene Tür und das ist, glaube ich, auch keine, die man von der. Wobei, vielleicht kann man die, weil hier ist so ein Teil, vielleicht kann man sie von der anderen Seite aufmachen. Schaut nämlich fast so aus, als würde es da ins Labor runtergehen von Umbrella. Okay, aber hier ist noch irgendwas, was ich übersehen habe. Weil hier war rot. Untergrundtreppe. Ah, und das kann ich wieder mitnehmen. Und jetzt ist auch hier alles erledigt. Deswegen ist das auch nie. Okay, ich glaube, das habe ich. Aber gut, dass wir einen zweiten Durchgang machen, weil da hätte ich mich wahrscheinlich für ewig gefragt, was da passiert ist. Außerdem ist es, weil, ja, genau. Hallo? Hallo? Das war Annette, oder? Das ist doch hier ober uns, genau da, wo auch uns der Tyrant ganz am Ende mit Leon runtergeholt hat. Ich glaube, das ist genau derselbe Gang. Oder nochmal einer drüber oder irgendwie sowas. Aber das ist hier, dieses Untergrund ist garantiert mit dem Labor verstrickt. Die vielleicht kommen wir mit Claire auch gar nicht in die Kanalisation, sondern über einen anderen Weg dorthin. Ich sag so, Moment. Ich habe übrigens nicht wirklich Heilung mit, weil die eine Heilung wird dafür gleich draufgehen. Ich hoffe inständig, wenn Bosskampf kommt, dass wir die Heilung da unten finden. Oder hier nochmal Heilung finden. Na komm. Kein bisschen. Oh.
Hallo? Hey! Ist okay. Ich tue dir nichts, versprochen. Kann ich dir helfen? Hier, nimm doch meine Hand. Du brauchst Hilfe. Tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. Du brauchst Hilfe. Wieso? Er ist genau hinter dir. Was? Oh mein Gott. Okay, erstmal kurz schauen. Also intelligent wäre es, nach rechts wegzugehen. Ja, wir wollen dir helfen. Okay, wir werden erstmal uns ein bisschen heilen. Oh, der hat auch irgendwie eine andere Waffe als sonst. Oh, nee. Okay, aber so durch kann ich ihn zumindest, wenn ich in der Sackgasse bin. Oh, fuck my life. Okay, Moment. Kein Stress. Ich hoffe, das tut mir nicht weh. Alles gut. Was? Nein! Okay, gut, dass ich die Granate genommen habe. Das heißt, wir sind immer noch unbeschädigt. Moment. Ja, ich kann hier weiterlaufen. Okay. Oh ne. Er geht ab. Was? Ich dachte, er wird zumindest gestaggert. Na klar, nicht wohl. Alter, ich habe ihn jetzt nicht. Umbrella. Naja, Umbrella hat dir vielleicht Möbel mitgespielt, Mr. Birkin. Oh Mist! Wo ist er? Oh fuck my life. Oh, ich bin Gefahr. Nice. Es ist eine Brandgranate. Die sollte brennen. Okay, ich glaube, er hat gerade irgendwie ein bisschen Aggro. Okay, also das erschreckt mich mehr, als dass es mir weh tut. Wobei?
Ja, gesund. Okay, der hat sein Auge aktuell wieder... Nein. Zu heiß! Das brennt! Das ist irgendwie ganz schön pervers, dass er mich zu heiß nennt, der alte Sack. Okay. Nein! Oh, das ist ganz schlecht. Okay, alles cool. Wir können drüber reden. Ich schwöre. Er ist genau hinter mir. Ich höre es. So, und jetzt. Natürlich wieder. Immer wenn er verschwindet. Ich will dir helfen. Hey, Kleiner, es ist vorbei. Alles okay. Ganz sicher? Ja, versprochen. Alles ist gut. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen. Suchst du mit mir meine Mom? Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon. Ich hoffe es. Ja. Na klar. Ich helfe dir. Jo, wir helfen der Kleinen, aber erst beim nächsten Mal bei Let's Play Resident Evil 2, wenn wir dann vielleicht auch ein bisschen genauer erfahren, wer die Kleine ist. Wir sehen es, bis dahin sage ich Tschüss, Leute!